Kreuzberger Nächte sind lang. Eigentlich fast an die Bayern. Das ist der Mami. Das bayerische Bier. Der sind lang. Hört sich ziemlich ähnlich an. Ja, auf jeden Fall. Und hier, der Zocki kriegt nichts gebacken, aber shit happens. Sag ich da nur? Ja, das sagst du, shit happens. Okay, das stimme ich dir auch sehr ja, auf jeden klar. Fall zu. Der mit seinem, der Angeberanzug, steht er da und dann wartet er direkt und killt mich hier mit dem Nahkampf. Ja, das finde ich auf jeden Fall auch. Ja, und das regt mich auch besonders auf. Da kann ich leider nichts machen, also für die Leute. Ich werde in Skype angeschrieben. Oh, das macht nichts. Scheiß doch einfach drauf. Dann hat sich die Sache, oder? Ja, aber ich würde mal wissen, was es ist. Aber ich kann es nicht nachschauen. Ich kann es nicht nachschauen. Dann scheiß doch drauf und zock einfach weiter. Ja, aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl, wissen zu müssen, was der mir geschrieben wurde. Genau, und aber da kann man halt leider nichts machen, ne? Wenn man angeschrieben wurde, dann ist das halt leider so. Ja? Ja, ist schon ein bisschen ärgerlich für dich, aber. Genau, aber kann man halt nichts machen, ne? So, jetzt reden wir mal wieder nochmal. Das geht angehört wie so ein. Jetzt reden wir nochmal. Das hört sich an wie so ein. Wie ist das für ein Dialekt? So ein Sachsen-Dialekt, glaube ich. Mal. Sinnlos. Jetzt reden wir nochmal. Skreuzberger Nächte sind lang von Gebrüder Blattschuss. Geschwister Blattschuss, haha. Gebrüder, ich sag Gebrüder. Sowieso kommt der noch. Die tödliche Gewalt ist mit im Spiel. Come and go. Waffe wurde verbessert, Rang 6. Bester der Weste, 75 Kills in leichter Schutzweste. Kann sein, dass wir im selben Moment einen neuen Rang erhalten haben. Ja. Sehr Zufall, geil. Weil wir im selben Level sind, oder? Oder bist du ein Level höher? Nee, ich bin jetzt Level 12, du bist glaube ich noch Level 11, oder? Keine Ahnung. Kreuzberger Nächte sind lang. Erst fangen wir gerne. Kennst du eigentlich Radio Seefunk? Nein, ich glaube, den empfangen wir hier gar nicht. Das ist so ein scheiß Sender, da kommt immer so Radio Seefunk. Da kommen nur so scheiß Lieder. Alter, kann man sich überhaupt nicht anhören, ja, so. Ach, keine Ahnung, was da kommt, so. Schlager. Ja, Schlagermusik, Volksmusik und der ganze Kack. Die Amigos. Amigo. Aber Charts finde ich teilweise auch sehr schrecklich, das ist. Bah. Gebrüder. Blattschuss. Alter, ich werde hier nur gekillt. Das sind übelst die Pros. Oder ich halt einfach. Bin halt einfach Noob. Ich bin der größte Pro. Und nicht der größte Noob. Ich bin der größte Noob auf Erden. Es gibt keinen schlechteren als mich. Und ich hab V gedrückt. 1000 Kills mit der M10. Boah, you can call it obsession. What da, ich bin tot fast. Da ist der Socki. Oh Mann, ich wollte doch nachladen. Tja, Pech gehabt, ne? Was benutzt du gerade für eine Ausrüstung? Welche Waffe? Die du mir konfiguriert hast. Ah, sehr schön. Aber die ist trotzdem scheiße. Aber auch nicht sehr viel. Ja, ich muss öfter, also Versprecher for the win. Schwanz im Mund. ich wollte sagen, mit der MPK, da kann ich nicht so gut spielen in letzter Zeit. Ja. Also eher ein Duel mit Uzi und Pistole. Im Duel, ne? Du weißt schon, was ich meine. Was ist da los? Pistole. Boah. Alter, auf die Fresse. Ich find's echt schlecht von Skype, dass es manchmal so Worte verschluckt. Ja, das stimmt. Das ich meine, zu zweiter ist es nicht so schlimm, aber wenn man jetzt mit Korsil ist, dann ist es wirklich sehr schlimm, finde ich. Ja. Und der hat ja keinen Bock, wie immer. Ja, scheiß auf den. Genau, scheiß auf den, der wird den Part eh nicht anschauen, von daher ist mir egal. Aber das Witzige ist, ich schaue seine Let's Plays auch nicht, wenn ich mal ehrlich bin. Ich habe nur über City geschaut. Ja, und ich schaue mir keine Let's Plays an, weil es halt so ist, ne? Ja. Muss ich ja nicht. Ich meine, du verpasst nicht viel. Eben, das muss man auch noch dazu sagen. Du verpasst nicht viel. So, noch 8 Minuten, dann ist halb. Wird mal beendet. Dann haben wir eine Stunde etwa. Ja. Boah. Grignolo. Alter, ich hatte den Controller gerade am Geschlechtsteil. Und der vibriert. Das finde ich nicht sehr toll, so während dem Let's Playen. Bisschen ja, ablenkend. Das stimmt. 36 Kills und 6 Tode gibt's hier. Wer ist der Pro? Ich bin's. Ja.
Monat 6. Und es geht direkt weiter. Ich hoffe, du wirst nicht rausgeschmissen aus dem Spiel. Achter Platz, Alter. Alter, 2 Kills und 21 Tode. Boah, so schlecht muss man erstmal spielen können. Ja. An alle Leute, könnt ihr das toppen? Ich glaube nicht. Glaube ich auch nicht. Vor allem, wenn ihr die ganze Zeit in Bewegung seid, so wie ich, und versucht, alle abzuknallen, ist ja die Kunst. Und ich, also schaff's trotzdem nicht. Das ist schon witzig. Okay, Hoboken-Gasse. Noch ein Match, das passt dann noch so 8 Minuten. Juppa. Ja, 6 Leute sind dafür, sehr schön. Penis. Aber der Krignolo, der ist Level 1. Der hat mich eiskalt gekillt. Naja, Level hat ja nicht unbedingt was zu sagen. Ja, nicht unbedingt. Weil, guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel in MW3 Level 80 bin, Prestige, und dann heißt trotzdem nicht, dass ich ein guter Spieler bin, sondern ich habe halt einfach länger gebraucht, um die Kills zu erreichen und yep, um in den Leveln aufzusteigen. Gut, gut. Naja, aber MW3 ist wirklich einfacher zu zocken als Black Ops 2, finde ich. Ja, aber auch schlechter. Naja, muss jeder selber wissen. Mir macht MW3 in letzter Zeit mehr Spaß. Ja, weil du Black Ops 2 ja auch nicht lange gezockt hast und ja, zocken konntest. Gerade mal übers Wochenende ein bisschen. Genau. Und aber schon Level 24 erreicht, also recht schnell. Und ich habe nicht oft gezockt, also vielleicht 3 Stunden. Also schon nice. Zock Commander 1, der Bauarbeiter mit den weißen Haaren. Der Bauarbeiter. Der Bauarbeiter. Und da ist er wieder am Start, aber das wird nicht mein Freund. Vor allem der Bauarbeiter, der Beißer. Ah. Der Bauarbeiter. Lol, ich versink gerade im Boden. Direkt in den Bauch geschossen haben sie mir. Die Wichser. Glatter Durchschuss. Durchschuss. Jetzt fängt er es wieder an. Ja. Ah, da ist er. Zack, Garfield, den hab ich erstmal. Ist ein sehr geiler Film. Das weiß ich. So, und ich tue mich erstmal heilen, würde ich sagen, wenn es geht. Nee, es geht nicht. Ah, der heilt sich automatisch, okay. Genau. Und da oben ist er. Ja, ich komm mal hoch zu euch, würde ich mal sagen. Ich werde vom Branko-Typen getötet. Dem das ganze Branko-Hauptquartier gehört. Ah, den Krignolo, den kill ich gerade. Komm! Jetzt noch einer, nachladen und zack. Super. Scheiße. Mann, ich hab ihn mal dich erwischt. The second win was like a hurricane. Here I am. Don't you like a hurricane? Ich sag immer, don't you like a hurricane? Nicht du wie ein Hurrikan? Nicht du wie ein Hurrikan? Und da werft einer Granaten. Don't you like a hurricane? Ich hab's immer falsch verstanden. Oh, Will rock, I am, don't you like a hurricane? Kennst du das Lied, dieses eine so? Ha, stay in the life. Das ist voll witzig, das Lied. Aber das Problem ist, ja, meine Stimme, ich konnte früher besser hoch mit der Stimme, das geht gar nicht mehr. Ja, aber da habe ich auch dasselbe Problem. Ja, und das geht halt nicht mehr hoch, also höher, wieso geht's nicht? Also das früher konnte ich besser singen auch. So, im Radio habe ich immer mitgesungen, wenn im Radio halt was lief. Und das geht überhaupt nicht mehr, da kann ich nur so tief mitsingen. Ja. Don't you like a hurricane, yeah. Yeah, dead. Rock you like a hurricane. Here I am. Ich sag immer, will I am. Will I am ist schlicht. Da versucht er es voll in den Arsch geschossen, Alter. Da sieht man noch die Blutspuren. Rasmund. Mit der PC-92. PC-92. Bitte, das war 90er. Das finde ich rau. Rasmund? Nein, du darfst das nicht. Der Pate ist ein sehr schöner Film, genauso wie Scarface. Geht's auch übrigens als Spiel. Ja, was aber ziemlich schwer ist. Ja, habe ich auch gehört. Ich hab's also wer spielt man da eigentlich als Michael Corleone? Ich weiß es überhaupt nicht. Ich kenne ja nicht mal der Pate, also den Film. Ja, musst du dir unbedingt mal anschauen. Ja. Und das Spiel soll ja ganz schwer sein, aber ich habe noch nie irgendwie das gezockt. Muss ich mal machen. Soll auch Weltklasse sein. Ja. Waffen wurde verbessert, yay.
Super. So, noch ein paar Minütlein. Minütken. Ah, da ist Eiföhn. Hier, ich zieh dir was ab. Du triffst mich aber nicht. Du weißt nicht, wo ich bin, oder? Doch. Ach, auf die Reichweite ist die MPK überhaupt nichts. Wie killt der Rasmund mich, Alter? Och, Mann. Immer das Gleiche. Ich werd immer gekillt. Das regt mich so auf. 2 zu 14, Alter. Hier, was man hier sieht, zwischen dieser Minutenzahl. Sind es meine Kills oder sind es die Kills vom Team? Was denn? Wir haben kein Team. Achso, dann ist 2 zu 15 der Stand. Also 2 Kills, 15 Tode. Nee. 15 ist das, was der Erstführende für Kills hat. Ah. Ich verstehe. Was meistens ich bin im Moment nicht. Ich habe im Moment selbst nur 6 Kills, weil ich gerade sehr schlecht bin irgendwie. Da ist bin er weg. Bin müde. Ja. Oh, jetzt hat er sich verpisst. Da kommt er von oben. Nike Body. Also dieses Spiel kotzt mich sowas von an. Mich kotzt eigentlich jedes Spiel an, wo ich die ganze Zeit am Failen bin, aber... Naja, ehrlich gesagt ist mir auch egal. Ich zock's aus Fun. Auch wenn ich die ganze Zeit krepieren gehe. Aber gut. Egal. Aber gut. My name is PewDiePie. My name is PewDiePie. Ha, my name is... Boah, da ging ich jetzt gerade ab. Den hab ich eiskalt gekillt. Oh, da ist ein Sniperer. Schneebruch. Oh Gott. Ja, Mann, ich bin gerade wirklich... Was? Oh Mann, dieser scheiß Sprengfall. Ich wollte mal ein bisschen rumsnipern, aber nein. Da hat mich die Sprengfalle erwischt. Mann, ich werde es jedenfalls jetzt in der Runde nicht mehr packen, Erster zu werden. Ja, und das Witzige ist, geh doch mal in Deckung, du Lappen, Alter. Meine Güte. Er geht hier nur in Deckung, aber da vorne ist er nicht in Deckung. Blöd, Mann. Der kann am Geländer nicht in Deckung, wie dumm. Rasmund, das wird heute nichts mehr. Der Rasmus ist auch in der Band. Fleischklopfer, 2000 Gesundheit durch Alpha Hund. Ah, fuck, scheiß Sprengfalle. Ich hasse es. Boah, wer trifft mich denn da immer? Rasmund ist so ein scheiß Ausländer hier. Wie der schon aussieht hier. Ist der Bleib sogar noch Corsi? Nee. Ich habe ja nicht mal von Corsi geredet. Der sieht halt so, ist wie so ein Idiot aus. Und wer denn jetzt Corsi? Rasmund killt mich ja die ganze Zeit, deswegen rege ich mich auch über den auf. Ich habe ja nichts gegen Ausländer, solange sie sich friedlich benehmen, weil sie werden ja hier in Deutschland eigentlich nur geduldet. Mhm. Wie meiner Meinung nach. Und es gibt wirklich so Asylanten, so Assis, und die haben wirklich nicht verdient, hier in Deutschland leben zu dürfen. Meiner Meinung nach, weil. Weißt du, die sollen froh sein, dass sie hier leben dürfen, und dann gibt's Leute, die machen einfach, was sie wollen, scheißen auf alles, und nee, das geht halt nicht. Ja. Aber grundsätzlich habe ich nichts gegen Ausländer. Ich kenne auch so einen von YouTube, der heißt German Action Guy. Es war halt auch ein Ausländer in Deutschland. Okay. Und der hat halt keinen deutschen Pass bekommen, musste aus Deutschland raus. Der hat sich dann am Ende selbst umgebracht. Okay. Das fand ich schon richtig krass, weil ich habe mich eigentlich mal nur gewundert, warum der keine Videos mehr macht. Ich fand die ziemlich unterhaltsam. Okay. Das waren eher so Mutproben halt. Das war ziemlich nice. Und dann... Mutproben, auf was ging's Videos da mehr. So? Ja, zum Beispiel halt so in Brennnesseln rein oder Katzenfutter essen. Lol. Ich hab mal Hundefutter probiert. Also Trockenfutter, nicht flüssiges, wenn du das denkst. Also Trockenfutter, ich hab so ein Ding halt, so ein Keks gegessen, so ein kleines Teil. Sind ja wie Cornflakes, diese Dinger. Corsi Flakes. Nee, halt diese Brocken halt, diese kleinen Dinger. Du weißt, was ich meine, und da habe ich eins probiert und das war eklig. Das hat überhaupt nicht geschmeckt. Also ich würde es nicht empfehlen. Es gibt diese Katzenmilchdrops sozusagen, die schmecken gut. Ja. Die haben wir mal für die Katzen gekauft und haben sie den Katzen weggegessen. Ach, was hat es geschmeckt? Ja, nach Milch. Das war eigentlich wie normale Bonbons. Okay. Weil er Gurdeln. Ha, den habe ich fett. Boah, da ist ein Sniper. Ja, der nervt. Als ein Hurensohn, ein Wichser ist es. Hurensohn. Nicht mit, nicht Hurensohn, sondern Hurensohn. Ich liebe es, wenn du das sagst. Hurensohn.
Episch. Ja. Epic Fail. Da ist er. Wo ist er? Komm. Ich will ihn abknallen. You can get it if you really want. You can get it if you... You can get it if you really fly. Irgendwie so. Aber das höre ich auch nicht, so ein Lied. Von wem ist es eigentlich? Mark Madlock, ne? Was denn? Das ist Lied You Can't Get It If You Really Fly. Oder so. Nee, das war You Can't Get It If You Really Want. Das ist Culture Club. Ach so, weil es gab auch mal so eins von Mark Madlock. Der Schwule. Der schlecht. Ja, kennst du den? Ja, der ist der Erstmongoder. Ja. Ich lauf einfach mal weiter. Ich scheiß auf die Leute. Naja, so schlecht wie ich muss man erstmal spielen, habe ich ja schon mal gesagt heute. Ja, ja. Auch letztes Aber Mal. Aber gut, ja. Komm, ich will noch einen Killer zielen, Mann. Es ist doch nicht so schwer. Ja, aber der war auch wehrlos. Das war unfair. Egal. So, Zeit ist sowieso rum. Scheiße. Boah. Alter, die spielen alles so gut. Aber es ist sehr knapp. Fuck, ey. Aber es ist machbar. Ich pack's nicht mehr, Erster zu werden. Ich schätze. Es wird knapp. Du hast es verschissen. Ja, scheiße. War am Anfang viel zu schlecht, wenn ich am Anfang es abgefällt hätte, dann wäre ich jetzt Erster. Aber kann man nichts machen. Hätte Fahrradkette. So, das war's. Okay, Leute, wie immer schauen wir uns nochmal den Endstand an, kurz. Wenn es einen gibt. Ja, hier nochmal Nike Body, der beste Spieler hier, der Angeber. Mit seinem hässlichen Anzug und seiner scheiß Brille. Aber gut. Hat er so Pfeiling gemacht gerade. So, 7. Platz, 6:20, besser als vorher. Vorher war es ja mal 2:22 oder so. Naja, auf jeden Fall, wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und das Schlusswort hat iPhone. Servus.